Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am. Uff, pelzig. Jetzt sind wir nur die Schoßtiere, die Golems von dem Magier abgemurkst. Und jetzt geht's an dem Magier selber. Das könnte ziemlich happig wäre, da wir noch keinen Magier selber parat hätten. Aber ich mach mal das Beste draus und ich hoffe, es klappt. Gespeichert, Herr Major. Puh. Sagt, was ihr von mir wollt. Okay, der hat sofort die Falle entdeckt und die hier, ach, das ist schon mal ziemlich geil. Der Reihe Getras. Halt, wie kann das wagen, mich bei meiner Studie zu stören? Ich bin hier, um eurem Leber einzubereiten, verhüllter Magier. Pah, erdrecke die Frechheit. Das lasse ich mal nicht bieten. Alle hopp. Das heißt, alles samt drauf. Jetzt gibt's auf der Wersching. Jalkales? Und genau, Jalkales. Jetzt machst du erstmal Magie-Bann, weil der Typ jetzt jede Menge Schutzzauber auf sich wirken wird. Also, er hat den Zauber-Zauberauslöser benutzt. Das heißt, er hat mehrere Zauber auf Amol gewirkt. In dem Fall Schutz vor normale Geschosse. Das heißt, die stinknormale stinknormale Kugeln kommen nicht mit durch. Magische Waffe hat er sich auch noch geschützt. Und er hat sich noch ein Schild außenrum gepackt. Und Steinhaut wirkt da auch noch gerade auf sich. Das wird spaßig. Okay, denn ihr. Ja, die beide treffen zwar, aber man merkt, Waffe unwirksam. Der Anomen sagte nur ganz neutral, meine Waffe macht keinen Schaden oder sowas. Und Korgan sagt so ganz rüpelhaft, ja, meine Waffe ist ohne Wirkung. Und Korgan halt total rüpelhaft, der verdammte Bastard ist immun. Das war gerade Glück, Finger des Todes, das kann einen Instant-Kill-Auslöser. Okay, wahrer Blick, das ist nicht so schlimm. Wir probieren jetzt nochmal Magie bannen. Okay, Korgan ist schon in überzeugt. Und jetzt drauf auf die Schnüss. Ah ja, Ewe können sie schade anrichten. Okay, jetzt kommen sie durch sein. Jetzt ist sein Schutz nicht mit dabei. Jetzt können sie schade machen. Sehr gut. Und wenn Korgan auch nur durch sein plus 2 Feuerschade noch Schade macht. Egal. Korgan hat ihn umgemoscht. 9000 Erfahrungspunkte bringt er. Und er hat ein paar nicht schlechte Sachen dabei. Aber das müssen wir dann identifizieren lassen wieder. Jetzt warten wir erstmal, bis mal zwei Gruppenmitglieder hier wie närrische Hinkler durch die Gegend rennen, durch den Zauber Furcht. Wenn die sich wieder kriegt hätten, dann können wir auch hier nochmal das Zimmer ordentlich durchsuche, weil der Zauberer hat hier zwei Falle aufgestellt. Und wenn man in die Reihe geroten, kommen wir halt weder an den Tisch und was du am Tisch ist, noch auf den Mini-Altar. So, ja, ich dann, Abdel Adrian, machen wir hier die Falle weg. Dann kommen wir hier nämlich auch nochmal an den Zauber, wie hieß der Zauber? Ablenkung, genau. Das müsste ein sechster Grad sein. So, und hier haben wir auch noch einen Stab des Feuers, was ich sehr, sehr begrüße. Yep, ein Stab des Feuers. Der schmeißt Feuerbälle. Äußerst praktisch. So, das kann man an. Ah, ne, Quatsch. Anomen hat ja derzeit die. Oh, Scheiße. Warst du überhaupt noch was rei? Jetzt gerade mal gucken. Ja, da passt tatsächlich noch was rei. Nee, das war etwas. Na gut. Korgan hat ansonsten hier noch Sache. Die kann Abdel Adrian eventuell jetzt auch noch identifizieren. Ein Kampfstab plus 2 Hämmer und ja, das sind Rüstungsarmbänder RK7. Das dürfte auch besser sein als den RK8 Müll, den wir doch sonst gehabt hätten. Aber ja, alle hopp. Was zu tun ist schon geschehen. Der Knabe ist jetzt auf jeden Fall hinüber. Und das können wir jetzt gleich mal beim Edwin melden. Jetzt schnell raus aus der ekligen Bude. Und jetzt haben wir eigentlich auch die Lizenz erworben, Magie hier zu wirken in der Stadt. Das heißt, wenn uns jetzt irgendwelche Hansel angreifen, können wir auch magisches Geschoss, Feuerball etc. pp. Wirken, ohne dass uns die verhüllte Marke hier erscheint und à la Jurassic Park, du hast das Zauberwort nicht gesagt. Dendo machen. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Ja, das sind eigentlich auch sehr schicke Fackeln hier, muss ich sagen. Schöne Leuchtturm. Ach Gott, ist rumgepöbelt im Hintergrund, Anna. Okay, jetzt gehen wir mal zu dir, Eder. Der Rede wert. Ah, meine Schergen kehren zurück. Und das nicht zu früh. Und? Habt ihr euch des Narren mit der Kapuze entledigt? Okay, mit der Kapuze war optional beim Gespräch offensichtlich.
Und das Geile ist, bei dem habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass das in Klammern einfach so etwas ist, was der zu sich selber murmelt, beziehungsweise was der denkt. Okay, ja, er guckt sich die Radieschen von unten an, Edwin. Gut gemacht, eine Unannehmlichkeit, die erledigt werden musste. Ich habe jetzt einen anderen Auftrag für euch, einen ohne jegliches Blutvergießen. 20.000 EP gab's auch noch. Und bei diesem Auftrag geht es um die Wiederbeschaffung einiger äußerst wichtiger Dokumente. Ihr müsst dabei so diskret wie möglich vorgehen, als ob diese klumpfüßigen Narren dazu in der Lage wären. Was für Dokumente sind denn das? Warum so geheimnisvoll, hä? Huh? Der Inhalt dieser Dokumente geht euch nichts an. Stellt keine Fragen, deren Antworten ihr nicht zu erfahren braucht. Och ja, das passt schon, ne? Ich mache mich dann auf den Weg. Die Dokumente sind bei einem Händler namens Markus. Meistens trifft man ihn im Seeschatz. Besorgt die Dokumente, egal wie. Ihr solltet es mit Hinterlist versuchen. Aber der hat subtile Methoden gehen über den Horizont dieser Affen, da bin ich mir sicher. So ein mieser Drecksack, der Typ. Jetzt habe ich gerade mal einen Schluck trinken müssen. Draußen ist es so wieder so abartig heißworer. Also der Seeschatz, der ist hier. Ich hoffe, das bringt was. Ja, das wird schon was bringen. Boah, es ist wieder so abartig heißworer. Vor 2 Tagen noch, am 12.8. hatten wir hier 60 Grad und Regen und Wind und es war richtig kalt wieder. Da habe ich dann sogar mal wirklich die Fenster zugemacht, ovens. Und jetzt hat es wieder schlagartig 2 Tage später 30 Grad und ich könnte mich wieder zu Tode schwitzen und nur in Unterhose hier rumlungern. Oh, es ist die Hölle. So, jetzt gehen wir hier wieder runter. Und du hier, der Speckmann, das ist unser Markus. Hey, Kollege! Hey, nur mich zu belästigen, ich habe wichtige Geschäfte zu führen. Also, Entschuldigung, wenn der schon mit Hey, Kollege! Mich anspricht, dann muss ich auch mit seiner Stimme weitersprechen. Die Dokumente gibt's jetzt endlich raus, sonst. Ja, nimm sie, lass mich in Ruhe. Na, la, das lief doch ganz gut, oder? Da sind sie, Edwins Dokumente. Ihr habt diese Dokumente auf Wunsch Edwins von einem Händler namens Markus beschafft. Edwin hat keinen Zweifel daran gelassen, dass euch der Inhalt der Dokumente nichts angeht. Und ich hab's dir noch versprochen, das möchte ich an der Stelle nachtragen. Kai, sorry, ich hab mal geschworen, diese magischen Dinger immer vorzulesen. Das trage ich jetzt noch. Steinfeuer, Streitaxt plus 3. Der Steinfeuer-Clan war ein altehrwürdiger Zwergenclan und das älteste männliche Mitglied des Clans trug diese Waffe. Sie war ein Erbstück von höchster Wichtigkeit. Der Clan wurde tragischerweise im Jahr 1150 TZ dezimiert und fiel. TZ ist, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Irgendwas. Nee, nix. Auf jeden Fall das Zeitalter noch Nessaril. Und fiel in nur 2 Jahren einer mysteriösen Seuche zum Opfer. Ulgan, der Hüter der Axt, floh, um sein Schicksal zu entgehen. Doch er starb nur wenige Wochen später. Man fand seine Leiche im Mantelwald, doch die Waffe war verschwunden. Der Mantelwald ist übrigens in der Schwertküste bei Baldurs Tor in der Nähe. Ja, plus 3 Waffe und plus 2 durch Feuer. Ja, also das ist etwas, was ich leider vergessen habe an der Stelle. Das tut man dann auch nicht. Aber diese Geschichte von deiner magischen Waffe würde ich eigentlich schon ganz gern vorlesen. Gerade für die Leute, die Baldur's Gate noch nicht kennen. Weil ich eigentlich echt immer finde, dass Baldur's Gate sich so viel Mühe gibt mit deiner magischen Sache. Und es macht einfach Spaß, ach so, in die Geschichte von Dungeons and Dragons reinzukommen. Oh Mann. Der Schluck Wasser. Lebenselixier, ich kann's euch sagen. So, und jetzt nochmal zum Edwin. Und? Habt ihr die Dokumente, nach denen ich fragte? Diese Angelegenheit ist wichtiger als eure alltägliche, nichtssagende Korrespondenz. Das ist ein Arschloch. Ja, die Dokumente sind in Sicherheit. Hervorragende Arbeit, hervorragende Arbeit. Ihr seid ganz offensichtlich über das Vermächtnis eurer niedrigen Geburt hinausgewachsen und seid nun an die Spitze des Idiotentums vorgebrecht. Was ein Arschloch. Vor allem niedrige Geburt. Ich glaube, meine Geburt ist etwas höher als deine, mein Lieber. Was? Und das ist egal. Nun, ich habe mich mit Veva beraten und wir haben beschlossen, euch einen letzten Auftrag als letzte Prüfung eurer Loyalität zu geben. Geht zu ihm und lasst euch eure letzte Aufgabe geben. Holla hopp. 10.000 Erfahrungspunkte. Das ist jetzt noch Kevin. Und dann rette ich da mal mit dem Simple. So. Wenn es denn sein muss. Ja, wenn es sein muss, dann muss halt, ne? Und was ich auch noch zeigen wollte eigentlich, ist auch sehr geil, man kann auch die NSCs zum A-Führer machen, dann kriegen halt die meisten Erfahrungspunkte. Die Sache ist halt,
Normalerweise kriegt der A-Führer das Meister. Wenn es heißt, die Gruppe hat Erfahrungspunkte von 10.000, kriegt das wird dann durch 4 gedehlt. Wobei der A-Führer mehr kriegt, der zweite, der kriegt auch ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Also wer am letzten hier steht, der kriegt die wenigsten Erfahrungspunkte. Und geil ist halt, man kann auch nur die Leute zum A-Führer nennen und an Sachen sagt immer noch was. Und zwar sagt Korgan. So gefällt mir das. Der Erste, der meine Befehle missachtet, kriegt eine Axt in den Schädel. Sehr geil. Und unser Typ sagt... Ich tue ohnehin, was getan werden muss. Es kümmert mich nicht, ob ich der Anführer bin. Ja, relativ egal eigentlich. Und Anomen, was sagt der? Ihr habt euch offensichtlich über die Zukunft dieser Gruppe einige Gedanken gemacht. Ich akzeptiere diese Verantwortung mit Freuden. Na, langweilig. Okay, wieder hoch. Und jetzt Vikonia. Wie ich sehe, habt ihr in eurem kurzen Leben bereits viel gelernt. Okay. Das ist auch recht lahm. Aber Korgans Spruch ist nach wie vor der beste. Der Typ ist großartig. Also, meiner Meinung nach darf der definitiv in keiner böse Gruppe fehlen. Wenn man hier in Baldur's Gate böse Gruppe spielt, Korgan gehört einfach dazu. So, dann gehen wir jetzt wieder zu dir, Rattekopf, du Unne. Und was sagst dann du, du Wäschinggesicht? Edwin hat mir erzählt, ihr wäret ein fähiger Mann. Ziemlich gut im Diebesgeschäft, aber etwas tollpatschig, wenn ihr kämpft. Genau, was ich suche. Was ein Spacken. Ich habe eine besondere Aufgabe für euch. Erledigt das für mich und ihr seid in der Gilde etabliert, was immer ihr auch braucht. Aber glauben nicht, dass es leicht wird. Es gibt ein... Es gibt einen Verräter unter uns. Ja, jemand, der unser Vertrauen, das man ihm entgegengebracht hat, missbraucht hat. Er muss bleiben, die Stroferfahrer. Er ist Embal und ihr müsst ihn umbringen. Er ist im Seeschatz nordwestlich vom Gildehaus zu treffen. Bring mal sein Dolch als Zeichen dafür, dass ihr euren Auftrag erledigt habt. Och jo, komm. Du werdet es überleben, das schwöre ich. Gut, das ist eine Einstellung, die ich gern sehe. Zeigen ihm, was es heißt, ein Schattendieb zu sein. Und ich habe hier eine Belohnung für euch, wenn ihr zurückkommt. Los jetzt. Blöd, Mann. Ich mag den Typ nicht. Also, meiner Meinung nach ist Mewa mit einer von der ekelhaftesten Charaktere, die es in ganz Baldur's Gate gibt. Das ist so ein selbstgefälliger, ekelhafter Typ, der seine Leute wie Scheiße behandelt. Das ist eigentlich so der Erz. Charakter, der bei einer Meuterei abgemurkst wird, muss man so sagen. Beziehungsweise, das ist so der Erzcharakter, der Archetyp vom schlechter A-Führer, vom schlechter, selbstgefälliger, arroganter A-Führer, der verreckt, weil sein Leid sich gegen ihn stellen. So, da ist er, der gute Embarl. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können ihn wirklich umbringen oder wir können einfach nur sein Dolch verlangen. Aber wir sind ja böse Grupp. Deswegen, Mobberkreis und tut mir leid. ihr seid hier, um mich umzubringen, nicht wahr? Bitte sag ne Mewa, dass das alles ein Missverständnis war. Tut mir leid, Geschäft ist Geschäft, Embal, es ist Zeit zu sterben. Ich bin immer noch ein Schattendieb. So leicht kriegen wir mich nicht. Alle hopp. Drohende Wetter. Wir sind Geschwätzercharaktere. Wir erledigen sowas relativ fix und ein bisschen Erfahrungspunkte gab es auch noch an der Stelle. Ja, den dappischen Dolch haben wir jetzt nicht, aber den da können wir bei uns reinpacken. Und jetzt haben wir hier Embals Dolch. Embals Dolch wird Mewa beweisen, dass ihr euch um das Problem Embal gekümmert habt. Jo, NSW6, das ist stinknormale Popeldolch, der einfach nur ein bisschen schöner aussieht. Und auch wenn man es so jetzt nimmt, er sieht schöner aus, aber es ist nichts Besonderes jetzt. Das ist keine magische Waffe oder irgendwas in der Art. Das ist einfach nur Quatsch. Nichts anderes als ein poplicher, uninteressanter Questgegenstand, könnte man sagen. Ja, da bringen wir es doch mal zu dem Hansel. Und der wird uns dann schon sagen, was er davor hält. Krabum. Sehr, sehr pathetisch jetzt mit dem Dunnerschlag noch im Hintergrund. Und jetzt geht's wieder runter. Und... So ist er dann wieder. Ist schon geschehen. Und ich brauche wieder einen Schluck Wasser. Boah, Mann, halt könnte ich trinken wie ein Fisch. Der Verräter ist tot, hoffe ich. Ja, ihr habt seinen Dolch. Allem Anschein nach seid ihr nicht so nutzlos, wie ich befürchtet habe.
gehen jetzt. Ich habe Dinge zu erledigen, die zu hoch für euch sind. Ach, was ein Arschgeig. Ich habe den Mann umgebracht, wie ihr es befohlen habt. Jetzt erwarte ich voller Spannung meine Belohnung. Ja, ja, ja. Um ehrlich zu sein, ich höre euch gar nicht zu. Im Ball war ein Dorn, der entfernt werden musste, und jetzt kann ich mich andere Dinge zuwenden. Jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Nett. Also der Dolch immer wegkriegt und 18.750 Erfahrungspunkte. Ihr wart ein nützliches Werkzeug und das könnt ihr noch einmal zahlen. Bilden euch nichts ei. Oder bilden euch nicht ei, ihr werdet jetzt mehr als das. Ich kennt tausende von Diebe Aheure, die mein Geheiß genauso folgen würden, wie ihr es machen. Jetzt geht Gehilfe, überlasst uns Denker der Denkern. Retten mit dem Edwin, vielleicht hat er etwas für euch. Ja, so behandelt man sein Meuchler, ne? So behandelt man die Leute, die die Dreckserwert für einen erledigen, die rumschnüffeln bei dem, was man so macht und die an Infos kommen. Wenn es denn sein muss. So behandelt man die Leute, die einen locker verrote können. Das ist ein Blödmann, der hat wahrscheinlich auch eine Intelligenz von Sivir oder so. Der hält sich zwar besonders clever, der Kerl, aber behandelt seine Leute wie der letzte Dreck und sieht's dann nicht kummer, wenn er irgendwann eine Dolche im Rücken hat. Naja, so clever ist der Arne, der Typ. Ich möchte mich dafür entschuldigen, du wieder, dass ich vorhin versucht habe, meine Sorgen bei euch abzuladen. Es war dumm von mir, in Beregost so schwach zu sein. Aber schlimmer noch ist, dass ich mit euch darüber gesprochen habe. Ich habe nie kaum zugehört, auch nicht schlecht. Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man miteinander spricht, Vikonia. Ihr habt eine fürchterliche Erfahrung gemacht. Seitdem ich aus Beregost fliehen musste, habe ich nur schlechte Erfahrungen mit Oberflächebewohnern gemacht. Ihr konstanter Hass brennt sich in meine Seele. Ich spuck auf sie. Olof Plünnina. Seitdem ich aus dem Unerreich fliehen musste, war mein Leben so. Die Bewohner von der Oberfläche hassen die Drow und sind niemals bereit, ihnen eine Chance zu geben. Ich habe nur einen Augenblick lang ans Gegenteil geglaubt und meine Lektion erhalten. Ja, aber das erste doch. Nicht jeder hasst die Drow so absolut wie Konya. Ich zum Beispiel finde euch gar nicht so bösartig. Ihr würdet mich verdammt bösartig einschätzen, Abil. Wenn ihr nur genug über mich wüsstet. Ich bin eine Drow. Vergesst das nie. Also das ist ziemlich blöd irgendwie, wirklich. Also, alle haben Probleme mit Drow, bäh, bäh, bäh. Und dann, ich bin eine Drow, vergesst das nicht, ich kann bösartig sein. Also, das ist auch ziemlich blöd von ihr jetzt. Nun, ihr habt die ungewöhnlich niedrigen Ansprüche, die ich an euch gestellt habe, übertroffen. Es ist euch gelungen, euch das Vertrauen Mewas zu sichern. Und ihr habt mir erneut eure Kompetenz bewiesen. Wenn auch mit Mühe. Nun, da ich von eurer Loyalität gegenüber unserer Sache überzeugt bin, scheint es der richtige Zeitpunkt zu sein, auf falsche Vorspiegelungen zu verzichten. Eure gespielte Naivität und ungehobelten Manieren sind schwer zu durchschauen, aber ein roter Magier sieht mehr als nur die äußeren Erscheinungen. Ihr habt ein Geheimnis, Abdel Adrian. Ja, ich weiß, warum ihr hier seid und Mewas Stiefel küsst. Und das hat nichts mit Lohn und Brot, oder? Oh, das war immer etwas russisch. Mit Lohn und Brot und anderen Gildenangelegenheiten zu tun. Ja, komm, das verkürzt mal wohl. Ich gebe zu, dass ich komme bin, um Mewa auszuspionieren. Was wollt ihr jetzt von mir? Wie es der Zufall will, weiß ich, wo wir die belastenden Beweise finden, aus denen der Betrug von Mewa an Renal Blutskalp hervorgeht. Deshalb seid ihr hier, nicht wahr? Ja, das dachte ich mir. Mewa hat die Nachtmesser umworben, um seine eigene Position zu stärken und Renal zu betrügen. Meisterhaft geplant, doch ich habe es durchschaut. Die Messer sind eine unbarmherzige Gilde von Räubern, Freibeutern und Wegelagerern, deren Hauptquartier sich in diesem elenden Drecksloch Westor befindet. Offensichtlich wollen sie sich ausdehnen. Mewa ist sich völlig der schlimmen Folgen bewusst, sollten die Schattendiebe von seinem Plan erfahren. Es wäre katastrophal für seine Ambitionen und auch seiner Gesundheit, nicht gerade zuträglich. Ihr findet den Beweis, den ihr sucht in Mewas Quartier. Praktischerweise habe ich einen Schlüssel, der seine Kassette öffnet. Ich habe vor, bei dieser Sache auf der Gewinnerseite zu stehen. Braucht ihr meine unvergleichlichen Fähigkeiten, um ein Geschick, um in Mewas Räume einzubrechen? Wie ihr sehr wohl wisst, verfüge ich über hervorragende magische Talente. Och, ja, wir könnten schon deine Hilfe gebrauchen, um in den Raum zu kommen, ne? Eine weise Entscheidung, Flegel. Wir sollten sofort zu Mewas Zimmer gehen. Es befindet sich einen Stock tiefer. Ich habe den Schlüssel zu seiner Kassette.
Und jetzt haben wir unseren Zauberer auch mit dabei. Sehr schön. Beschwörer der Stufe 9. Also der ist Magier und ist auf Beschwörung spezialisiert. Eigentlich jetzt sehr, sehr unnötige Schule. Ich weiß auch gar nicht, was so die gegenüberliegende Schule ist. Er hat nur eine Stärke von 10. Das ist ziemlicher Unterdurchschnitt, könnte man sagen. Also nudelarmige Chorknabe ist es auch noch. Er hat eine Geschicklichkeit von 10. Das heißt, er bewegt sich wie ein alter Opa mit Arthritis. Hat eine Konsti von 16, was eigentlich enorm ist für einen Magier. Intelligenz von 18, was perfekt ist. Weisheit 10 und Charisma 10. Also da hat ihn etwas Charisma von einem, von einem goldenen Mülleimer. Dann hat er Weisheit von einem, von einem goldenen Mülleimer. Also der ist jetzt nichts Besonderes. Aber sein Konsti und seine Intelligenz ist durchaus sehr, sehr praktisch. Das heißt, er kann sehr viele Zauber lernen. Jetzt wisst ihr auch, warum ich die ganze Scheiße hier angehäuft habe, weil ich einfach nicht gewusst habe, was der Kerl schon drauf hat und was er noch lernen kann. Oh, bei Stufe 6 oder jede Menge dabei. Sehe ich. Okay, sogar ein Stufe 8 Zauber hat er schon erlernt und schlecht. Wort der Macht Blindheit. Na gut, das ist nicht gerade das Beste, aber Wort der Macht Betäubung ist schon durchaus recht nützlich. Benutzen nach Leichname recht häufig. Was kann er dann eigentlich? Gerade mal gucken, was kann er dann? Dolche und Kampfstäbe. Allerhaupt. Da haben wir doch was Schickes für dich, mein Lieber. Ah, das ist sogar eine RK6. Sehr schön, das kannst du haben. Dann hat er hier noch Edwins Amulett. Dies ist Edwins Geburtsrecht, in das der Familienstein eingelegt ist. Alles klar, das... Edwin schlägt verärgert eure Hand zur Seite. Pfote weg von dem Amulett. Es dient dem Andenken der Antei und ihr dürft es nicht, wahrscheinlich anfassen oder berühren. Das heißt, er darf keine Amulette tragen. Das ist etwas schade, gerade für einen Magier. Aber jetzt kann er auf jeden Fall mal den ganzen Kruscht haben, den ich sonst nicht brauche. So, das geht jetzt feierlich an dich, Eva, mein Lieber. Den dappischen Stock, den kannst du fortschmeißen. Wir haben was Besseres für dich. Wir haben hier das Ding. So, das kannst du eigentlich... Das ist ein stinknormaler Dolch, ja. Ins W4 sogar. Ach du Scheiße, der ist ja noch mieser als der von dem anderen Hansel, den wir da abgemurkst haben. Okay, die sind auch schlechter. Das heißt, jetzt können die ganze Zauber auch nochmal alle an Edwin. Und er kann nochmal lernen, was lernbar ist und was er lernen mag und kann. So, dann gehen nämlich die ganze Stäbe auch an unseren Magier, nachdem wir jetzt endlich einer hin. Kältekegel, sehr gut. Das möchte ich auf jeden Fall, dass er es lernt. Denn hat er schon. Denn hat er auch schon. Hast kann er auch schon. Zauberstoß kann er noch lernen. Der ist okay. Ja, Steinhaut sollte auch jeder Magier drauf haben. Denn kann er schon. Denn ist sowieso Quatsch. Ah, Moment. Erkenntniszauber. Nein, er kann keine Erkenntniszauber wirken, weil das ist, was Beschwörer nicht können. Okay, Schutz von magischer Energie. Verdammte Scheiße. Das heißt, er kann kein Identifizieren erlernen. So ein dummer Mist. Kann aber wenigstens Sache oder mit identifizieren. Warte mal, gucke. Ah, Anomen hat ein Level kriegt, sehe ich. Nein, das heißt, er kann nicht mal Schriftrolle benutzen. Du saudummes Arschloch. Verdammt nochmal. Okay, kann irgendeiner... Scheiße. Ja, jetzt habe ich einen Magier, der nicht identifizieren kann. Na, großartig. Das kotzt mich jetzt gerade an. Okay, Feuerball kann er. Magie bannen, weiß ich nicht, ob er es kann. Magisches Geschoss kann er auf jeden Fall. Furchtbann sollte er können. Das sollte er können. Warte, er macht Betäubung. Kann er, klar, wie schon. Aber Beherrschung, schauen wir mal. Okay, Platz ist voll. Magie bannen kann er noch nicht. Das sollte er auf jeden Fall können. Furchtbann sollte er auch können. Stein zu Fleisch sollte er auf jeden Fall auch können, genauso wie den Nischrube schwören, der kann auch sehr nützlich sein. Tödlicher Nebel als Reitemit und den kann er schon. Okay, huiuiuiui, das ist ja schon fast kurz vor Ende hier. Dann kann das alles nochmal rein, ohne Momente, oder waren zum Schluss nochmal ein paar Dinger, warte, der macht Betäubung, genau. Zauberimmunität, das wollte ich auch nochmal gucken, ob er das nochmal lernen kann. Zauberimmunität, jawohl, den kann er tatsächlich noch lernen und den kann er schon. Allerhaupt, dann kann der ganze Quatsch da rein und unseren Magier kann nicht identifizieren, das ist ziemlich kacke, um ehrlich zu sein. Und die Dinger kann er nicht so identifizieren, aber wir sehen bei unserem Magier, Moment, wenn ich jetzt gerade mal das finde, Sagenkunde 37. Ihre Sagenkunde liegt bei 25. Sei Sagenkunde, scheiße, dass es mit einem Gemälde so blöd ist. Sei Sagenkunde liegt bei 11. Sei Sagenkunde bei 0. Das ist ein absoluter Idiot. Und er hat 33. Das heißt, Edwin ist am ehesten noch in der Lage, Dinge von sich aus identifizieren zu können, eben weil er Sagenkunde besitzt. In ziemlich hohem Ausmaß.
Allerhopp, jetzt ist Anomen wieder aufgestiegen, hat doch eine Waffefertigkeit gekriegt, was auch sehr geil ist. Das heißt, da können wir noch einen Punkt verwenden. Er hat zusätzliche Priesterzauber N, 2, 3 und 6, was auch sehr gut ist. Und 2 Trefferpunkte hat er auch noch gewonnen. Okay, was geben wir ihm dann jetzt? Er hat Streitkolbe, er hat Kriegshammer, er hat Schleuder, Kampfstil mit Waffe und Schild. Ich glaube, für die Zukunft wird Flegel gut sein für ihn. Deswegen kriegt er auf jeden Fall nochmal einen Punkt in Flegel. Die Dinger gehen jetzt auch an unseren Zauberer. Ja, das Ding hat sich jetzt sowieso erledigt. Das kann man nicht berühren. Na gut, dann muss das doch fort. Das hätten noch einen zusätzlichen Zauber auf Stufe 1 eigentlich gäbe. Okay, das war das, was wir bei der Leiche gefunden haben. Verdammt nochmal, das ist voll, das Ding. Okay, das können wir ganz noch hinschmeißen. Dann gehen die Stäbe an den Zauberer. So. Okay, dann packe ich ihm den mal rein und den Stecke packe ich in Armor rein. Die sind nämlich durchaus sehr praktisch. Der wird für den Drachekampf sehr wichtig sein. Ich habe da sehr unique Technik entwickelt. Die da heißt, kämpf gegen einen Drachen ohne... kämpf gegen einen Drachen ohne Schaden zu erleiden. Das werden wir noch sehen. Okay, das kann ich jetzt eigentlich vollpumpen mit magischem Geschoss und der Ammo lassen wir den Panzer noch drin. Dann kriegt er wenigstens noch RK6. So, das können wir im späteren Spielverlauf auf jeden Fall auch fortmachen. Das kann fort, das Spiegelbild lassen wir erstmal drin. Er kriegt Furchtbann ein paar Mal rein, das können wir nämlich häufig gebrauchen. Und er kriegt nochmal einen Melf-Säurepfeil mit rein. Do können wir. Zack und zack und zack. Hast kommt weg. Ich brauche vor allem 3-mal Feuerball und dann machen wir 2-mal Magiebann noch. Als Arcana-Zauber, nicht als Kleriker-Zauber, wie die 2 Hansel das machen. Okay, das Monster beschwören, das ist eigentlich sein Spezialgebiet. Das ist aber absoluter Scheißdreck, das braucht kein Mensch. Machen wir 2-mal Steinhaut, eine kleinere Kugel der Unverwundbarkeit und ein Feuerschild in Blau. Gut, dann können wir hier Phantomtor, können wir, ich weiß ja nicht, Bresche auf jeden Fall. Das haut nämlich sehr viele Schutzzauber um. Können wir dieses Phantomtor eigentlich fortmachen? Machen wir 2-mal die Bresche. Einmal die Bresche, einmal der Kältekegel, der recht gut ist. Und eine Immunität gegen Zauber können wir theoretisch auch reinhauen. Dann ist er wenigstens gegen eine Schule der Magie geschult. Aber du könnt man theoretisch auch hier sowas machen. Dann könnt man auch Zauber vom dritten Grad zurückschmeißen. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Komm, das können wir machen, wenn wir mal gegen kleinere Magier kämpfen. Dann er hier. Er hat auch nochmal. Ihmchen hat jetzt auch nochmal eine Stufe erreicht. Deswegen machen wir jetzt nochmal hier 1. Da können wir nochmal Rindenhaut auf Stufe 2 packen. Also bei 1 habe ich jetzt leichte Wunden heilen. Da können wir die Rindenhaut reinpacken. Da würde ich sagen, machen wir nochmal mittelschwere Wunden heilen. Da kann man echt nicht genug haben. Und auf Stufe 6 hat er noch 2 sogar gekriegt. Nicht schlecht. Packen wir immer die Heilung rein. Und Strahl des Ruhms oder falscher Sonnenaufgang, Feuerfrüchte ist Quark. Ich glaube, Strahl des Ruhms ist gar nicht mehr so verkehrt. Das macht bei normale Wesen bis zu 36 Schadenspunkte. Bei Elementare halt nicht so viel, maximal 12. Bei untote Wesen haut das mal richtig auf die Kackerei, 48. Und Dämonen bis zu 60 Schadenspunkte. Deswegen, Strahl des Ruhms ist durchaus sehr sehr praktischer Zauber. Und Heilung heilt halt wirklich alles. Das heißt, wenn er nur noch einen Schadenspunkt hat, Heilung ist wieder voll aufgepowert. Allerhopf, jetzt haben wir auch noch insgesamt sehr, sehr viele Erfahrungspunkte gewonnen. Und er ist auch nicht so weit entfernt von einem Level. Vikonia braucht noch eine Weile. Er braucht auch wieder noch eine Weile. Er ist ja gerade aufgestiegen. Und Abdel Adrian ist auch sehr bald soweit. Allerhopf. Sagt mir, was zu tun ist. Ich warte. Jetzt hoffe, ist unsere Gruppe eigentlich soweit. Und ja, ich kümmere mich drum. Unsere Gruppe ist eigentlich bereit jetzt. So wie ich sie jetzt habe, Basti, wunderbar. Nur ist halt scheiße, dass unser Zauberer nichts identifizieren kann. Das ist echt zum Kotzer. Und was darf es jetzt sein? Das ist normalerweise bei Magier eigentlich entzündende wichtigste Sache, dass die identifizieren können. Da kenne ich jetzt gerade echt Kotze, jetzt mal ohne Witz. Ansonsten, für ihn haben wir jetzt keine Fernkampfwaffe mit dabei, ne? Der kriegt dann auch eine Schleuder, wenn es soweit ist. Eine Schleuderkanne habe und er hat sonst schon die Robe des Abenteurers. Das macht gegen Wucht, Waffe, Versteinerung und Verwandlung noch ein bisschen bessere Verteidigung. Alle Hopf, ansonsten Stiefel und Umhänger und Pipapo haben wir jetzt nicht für ihn. Anomen, ja komm, der steht ja sowieso nicht vorne, der ist eh nur hin und zaubert. Na, meinetwegen. Dann machen wir auf, Kerl. Da haben wir noch Stiefel drin und wir haben noch sowas. Aber das können wir derzeit natürlich nicht identifizieren, weil das saublöde Arschloch das nicht identifizieren kann, weil er ja der ach so tolle Beschwörer ist. Das sind nämlich Stiefel für ihn.
Ich gebe sie ihm jetzt einfach mal. Und hier haben wir Mewas Brief. Ein Brief von Mewa an die Nachtmesser, in dem diese Meuchelmörder den Auftrag erhalten, Renal Blutskalb zu töten. Das ist genau die Art von Beweis, den Renal benötigt. Das heißt, komm, den Scheiß brauchen wir jetzt so, wir nehmen diesen. Das ist ein Metallschlüssel von einzigartiger, hochwertiger Fertigung. Seine Form nach zu urteilen, kann man das Schloss, zu dem er gehört, unmöglich knacken. So, das haben wir aber gemacht, deswegen können wir den Scheiß fortschmeißen. Ist schon geschehen. Ihr habt die richtigen Dokumente also gefunden. War nicht schwer. Nun müsst ihr nur noch eine Unterredung im privaten Rahmen mit Renal Blutskalb arrangieren. Ja, ich glaube, dann werden die Dinge rollen. Ja, definitiv. Und das machen wir in der Episode heute auf jeden Fall auch noch. Und Mewa murksen wir dann in der nächsten Episode ab, die Sache. Ich bin dabei. Ich bin dabei, richtig, so sieht's aus. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall endlich mal unseren Zauberer und er hat sofort auch einen Kampfstab plus 2. Das wird sich auch noch ändern. Sobald ich genug Kohle habe hier, wird es auf jeden Fall noch zu was anderem kommen, was ich ihm kaufen werde. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Ja, yeah, willkommen in meinem bescheidenen Reich. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen was identifizieren, voilà, hoppla. Das sollte das Ding auf jeden Fall draußen sein. Der Kunde hat immer recht. Ja, yeah, genau. Und jetzt identifizieren wir erst einmal, komm schon. Zack, zack, zack. War 110, ach du liebe Zeit. Ja, jetzt gab's Tode dafür. Stiefel der Liebeskunst, leises Flüstern. In früheren Zeiten war ein König namens Rigert für seine ausgezeichneten Spione bekannt. Diese beherrschten ihr Handwerk so gut, dass ihnen auch nicht der kleinste Winkel verborgen blieb und der König über Pläne ganzer Burgen und Städte verfügte. Nach Verrat aus den eigenen Reihen wurden den Spionen ihre Werkzeuge abgenommen und in alle Winde verstreut, damit keine solche Gruppe mehr gebildet werden konnte. Schön die Sache. Dafür gibt es auf leise bewegen plus 20% und im Schatten verstecken ebenfalls plus 15%. Was ziemlich geil ist. Das heißt, das sind genau die richtigen Stiefel für ihn, damit er sich besser verstecken kann. Die besten südlich von Tiefwasser. Ja, yeah, genau. Mann, ich mag die Stimme von dem Typen. Das klingt so kriecherig und eklig irgendwie. Ja, ja, eine komische Stimme und betont das so merkwürdig. Boah. Das ist mal irgendwie nicht so geheuer. Wie dem auch sei, wir können jetzt jede Menge Krusch wieder verkaufen. Und da unseren edlen Magier hier das Amulett nicht braucht oder anlegen kann, weil er ja selber so Sperre drin hat, ist das halt jetzt so. Allerhaupt, was können wir da noch? Heilungselixier, komm, fort damit, brauchen wir auch nicht den Scheiß. Das möchte ich noch behalten. Das ist nämlich wie ein Feuerball, wenn man das Ding abschießt. Und hier können wir jede Menge Scheißdreck fortschmeißen. Okay. Man hat es ja vorher nicht gewusst. Die Schutzformel gegen Feuer behalte ich mal. Wir haben es noch später gegen Feuerdrache zu tun. Im späteren Spielverlauf hätte ich sowas ganz gern, falls mein Plan, wie töte ich einen Drachen effizient, nicht so hiehaut, wie ich mir das denke. Dann können wir leider auch die identifizieren, Zauber verkaufen, so lädt man es auch tut. Oh, Quatsch. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Oh, halt die Gosch. Ich kaufe auch gern bei dir Ei, merke ich gerade. Und ansonsten können wir noch die Abwehrdinger ach verkaufen. Das war's soweit. Mewas Brief sieht er nicht, glücklicherweise. Dafür ist er zu dumm. So, dann können wir das und das und das und das und das. Und Ordnung muss sein. Und, na, ich hab gesagt, Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. So, sehr schön. Kommt schon, belästigt jemand anderes. Das können wir anscheinend nur Emo verwendet. Der hat C-Aufladungen. Das ist alles verkehrt. Okay. Jetzt watscheln wir noch schnell zum Reni. Und dann geht's ab. Gute Idee, das mir zu übertragen. So, ich habe mich auch, muss ich auch mal erklären, habe mich eigentlich auch bewusst für die Formation entschieden, weil so unser A-Führer in der Mitte ist. Und er ist ja nicht gerade der Stärkste, muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite wäre die Formation auch nicht schlecht, aber das ist eher für einen Krieger ganz gut geeignet. Wenn ich jetzt einen Magier hätte, wäre das dann wahrscheinlich eher meine Position. So, da können wir rein. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das hier höre, dass ihr das habt hören müssen. Sagt mir kaum der Rede wert. Sagt mir kaum der Rede wert, genau. Okay, so, zack, du kriegst jetzt mal das Tor. Und jetzt zum Renald Blutskalb. Ja, ich bin noch hier. Ah, Abdeladrian, ich habe die Beute von einem kleinen Unerfanger gezählt, was wir erst vor kurzem zu Ende gebracht hätten. Und du dabei an euch gedacht? Ich habe lächeln müssen. So war mir Musk Helfer. Also Musk ist auch der Diebesgott und der hat sich mit Zurich verbündet in der Zeit der Sorgen. Und Maske oder Musk als Avatar ist das Schwert gewesen, mit dessen Hilfe er Zurich, also Baal, umbringen konnte. Nur so ganz nebenbei. Ihr werdet auch mit euren Worten das Lächeln jetzt zum Verschwinden bringen. Habt ihr mal vielleicht Neuigkeiten gebraucht? Habt ihr mehr Beweise von Mewas finstere Machenschaften gebraucht? Erzähl doch mal, Abdeladrian.
Ja, die Schriftstücke enthalten die Beweise, die er benötigt. Das scheint so, als ob sich Mewa mit dem Nachtmesser zusammen durchdäht. Ist dem so, hm? Das kommt ein bisschen unerwartet. Glücklicherweise reicht es völlig aus, um Mewas Schicksal zu besiegeln. Ich denke gleich für die Beweise ab, Del Adrian. Das gibt jetzt noch 48.250 Erfahrungspunkte und die Dokumente hat er an sich genommen. Der letzte Teil unseres Handels muss noch ausgeführt werden. Geht und beseitigt mit meiner Billigung Mewa. Tun das und ihr habt euren Auftrag endgültig erfüllt. Na gut, dann werde ich den Abschaumfall euch eliminieren und dann zurückkommen. Das nenne ich Sportsgeist. Sehr geil, es gab jetzt auch ein Level für Abdel Adrian. Ich warte. Ja, ich weiß, du wartest, wir warten alle. Und das Level machen wir auf jeden Fall in der nächsten Episode. Muahaha. Also das erlebt ihr erst morgen, das Aufleveln. Weil ich sammle mich jetzt nur noch mit meiner Buwe und mit meinem Mädel hier vor Mewas Diebesgilde. Und beende dann die Episode für heute. Ich denke, wir haben heute sehr viel erreicht. Wir haben heute unseren Magier endlich mal gekriegt, haben uns den mal gründlich angeguckt. Und haben noch ein paar schöne Sachen erledigen können. Ich bin an sich eigentlich sehr zufrieden, wie weit wir in der Episode halt gekommen sind. Und es ist halt ein bisschen mehr Achwoche. Aber der Vollständigkeit halber. Ich will einfach einen sauberen Cut machen. So viel muss einfach gegönnt sein. Alla hopp, wir sehen uns morgen wieder. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.